reden, um zu gucken, was sie wieder zurück. Macht. Ich bin bereit für eine weitere Runde. Na dann los. Training. Oh, ich kann auch wieder alles entleeren. Das will ich aber gar nicht. Aha, jetzt können wir also auch noch höher gehen. Das ist ja cool. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Da muss ich mich aber noch entscheiden, was ich da am Ende nehme. Aber Gedanken lesen wäre natürlich... Das ist teuer, aber natürlich machen wir das. So, das ist alles nicht wichtig. Regenerieren. Ja. Stärke des Waldläufers. Ja. Weisheit unbedingt. Ist halt die Frage, ne? Für welche. Ich würde Explosivpfeile auch gerne mal ausprobieren, weil, also ich muss sagen, Betäubungsfall kann ganz nützlich sein, aufspaltende Pfeile auf jeden Fall auch. Und es ist halt die Frage, ob Explosivpfeile günstiger ist als alles andere. Das müssen wir noch rauskriegen. Wow! Bis denn. Genau, ich muss nämlich jetzt mal kurz gucken, ob ich überhaupt schon mal. Ja, habe ich nämlich auch schon mal gelernt. Würde ich nämlich jetzt hier Fertigkeit einfach mal den Explosivpfeil nehmen, einfach mal gucken. Also, aufspaltende Pfeile ist einfach super cool, weil, wenn es mehrere Gegner sind. Frage ist, oder Möglichkeit ist, ich guck mal hier nochmal. Genau, weil die werden ja auch ja, gegenseitig geschadet, ja, schon klar. Also die kriegen ja trotzdem größeren Schaden, ne? Dann ist halt die Frage, ob wir dann das quasi mit dem austauschen und dann doch den Giftpfeil weiterhin behalten. Ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Wichtig ist halt hier nur, dass die halt wirklich alle nah beieinander stehen. Aber ich denke, das müsste so oder so hinhauen. Genau, dann haben wir nämlich hier auf jeden Fall nochmal. Achso, irgendwie was, genau. Gib mir das einfach mal. Weil ich brauche halt eigentlich noch einen Slot mehr, damit ich meinen Mana halt auch wieder auffrischen kann. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ja gut, packen wir den Drachenstein weg. Ja, machen wir halt. So. Verjüngung, das klingt doch ganz gut. Ja, genau. Dann haben wir das. Die Frage ist, ob wir jetzt gerade am richtigen Ort sind für. Was haben wir hier? Was? Wo kommen die ganzen Dinger her? Hatte ich das nicht eben schon gemacht? Ey, ich bin verwirrt. Aus verwirrt. Egal, jetzt haben wir ja hier wieder mehr. Oh, Weisheit in jedem Fall. Jo. Ja. Stärke des Waldläufers, aber da muss ich auch wieder. Auf jeden Fall. Oh, ich muss wieder so viel. Ich brauche so viele Punkte schon wieder. Aber gut. Genau. Was ich eigentlich wollte. Brauche ich das Ding eigentlich jetzt mit mir? Ja. Möchte ich gerne benutzen. Und dann gehe ich wieder zurück. Ob die Schwester von der Mosa jetzt hier ist? Hoffe ich ja inständig, ne? Wenn wer weiß, aber. Schnapp sie dir! Das Baby! Wir müssen uns umschauen. Oh, da müssen wir hoch. Chup, 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 chup,
Ich sehe zwei rote Punkte. Au, 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 au. Danke, mein Schatz. Ich muss speichern, ey. Müll will ich nie normal machen lassen. So. Ihr hässlichen. Ich will immer noch wissen, wo ich... Spüre meinen Zorn! Ja, der haut rein, ne? Oh ja, der haut rein. Oh yeah, Baby. Der haut rein. Wir haben jetzt auf jeden Fall nichts mehr zu lachen. So viel Schmutz. Das hat bestimmt wehgetan. Ich fühle mich gerade ein bisschen OP. Ihr Maden. Ihr dreckigen Maden, ey. Keine Chance gegen mich. Naja, versucht mal. Komm, mein Dinge. Wir müssen noch ein bisschen. Und ich erhole mich so schön schnell. Ja, komm. Komm. Noch zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Das hat bestimmt wehgetan. Okay, ein paar haben wir noch. Nur ich purzel. Ein paar haben wir noch. Ich kann nicht. Du kannst. Ist aber auch schwierig mit dir, ne? Noch nicht. Zack. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. So, gucken wir jetzt noch lang sollen. Weil es ist einfach, also ich wünschte, das wäre halt auch eigentlich so ein Weg, den man auch irgendwie... Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ja, doch schon. Weil du musst es halt auch wollen. Ne? Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Siehst du aber. Geht doch. Ja, ist schon mal ein Telefon. Pflanzen wir uns mal hier hin. Erwache, mein Tierchen. Unser Baby. Komm, mein Spatz. Wir besuchen mal ein paar noch nicht alte Freunde, aber du weißt schon, man sagt das halt so. Boah, ist das hier verwinkelt. Hallo? Jemand da? Okay, okay, dann gucken wir mal, ob wir sonst noch wen finden. Nö. Okay, Spatz, dann gehen wir da jetzt halt rein. Gucken mal, wo wir da rauskommen. Tod allen Fässern. So. Ich sehe Geister und jemand, der mit uns reden möchte. Hallo! Der
Der Drache stattet mir einen Besuch ab. Aber ich werde euch nicht beachten, solange ihr nicht herausfindet, wie ihr zu mir gelangt. Mhm. Der Drache weiß ja nicht, dass alle Statuen lügen. Doch, jetzt weiß ich's. Euer Umherirren in meinem Labyrinth wird bestimmt ein großer Spaß. Aha. Entweder seid ihr intelligent genug und schafft es, oder aber ihr verhungert hier elendig. Marian sei Dank, sie hat mich nicht bemerkt. Mhm. Der einzige Vorteil des körperlosen Lebens. Mhm. Wenn ich ja jemals rauskomme, darf ich meine Axt nicht vergessen. Aber dann müsste ich zuerst diese verfluchte Eiswand durchbrechen. Buh! Ah, meine Güte, ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt, wenn ich ein Herz haben würde. Warum hat der Angst? Sie ist meine Ehefrau. Was? Na ja, sie war meine Ehefrau. Aber sie ist zugleich eine berühmte Generalin des Schwarzen Rings. Okay, okay. Wir haben gemeinsam über diese Festung geherrscht, bis ich Karten mit einem Dämon gespielt habe. Dieses Pack hat das wirklich gewagt, dem Mann einer Generalin des Schwarzen Rings die Kehle aufzuschlitzen. Keara hat wie wild versucht, mich wiederzuerwecken, aber es gelang ihr nicht. Nach vielen Wochen drehte sie dann ganz durch. Und hat das wiederbelebt, was von mir übrig ist. Mein Skelett. Sie hat sich eingeredet, dass ich wirklich dieser stumme Knochenhaufen bin. Sie redet mit ihm, streichelt ihn und weiß der Teufel, was sie noch alles mit ihm treibt. Aber ich will fliehen. Jawohl, fliehen. Ich habe dieses Loch hier und vor allem diese wahnsinnige Satt, die ein elendes Gerippe als ihren Mann erachtet. Aber um gehen zu können, muss ich zuerst meinen Geist mit meinem Skelett wieder vereinen. Doch ich komme nicht hin. Eine magische Barriere verhindert den Zutritt in ihre Gemächer. Hm. Okay, was habe ich jetzt eigentlich hier für eine Prüfung vor mir? Ja, das ist eine Art Schutz, wenn ihr so wollt. Ein kleines Rätsel, das man lösen muss, um durch die Tür in das Innere der Festung treten zu können. Man muss sich mit den 5 Statuen des Verdammten unterhalten und ihre Namen erraten. Aber das habe ich bisher nie geschafft. Warum versuchen wir das nicht zusammen? Ist das euer Ernst? Wunderbar! Los! Noch nicht. Noch nicht. Spatz, nicht immer vorrennen. Soll ich alles für dich haben, ha? So, also mit denen soll ich dann quasi reden hier, ja? Ja. Ihr habt meine Identität noch nicht erraten. Dann sag mir doch mal Hinweise. Verheerung befindet sich nicht im selben Raum wie Verwüstung. Zerstörung befindet sich im selben Raum wie Chaos. Sekunde, was? Verheerung befindet sich nicht im selben Raum wie Verwüstung. Zerstörung befindet sich im selben Raum wie Chaos. Okay. Sagt es mir. Ach so. Nee, nicht. Du bist Chaos. Ihr habt recht. Oh, cool. Vielleicht. Was? Frag die Tür zu Lady Kearas Gemächern, ob ihr richtig liegt. Wir werden uns sicher wiedersehen. Ach so. Ja, die lügen ja alle. Ja, ja, ich verstehe schon. Das heißt, man kann prinzipiell denen alles sagen, was man halt so denkt. Mal. Wahrscheinlich gleich mal aufschreiben sollen, ne?
im selben Raum, also den Teil check ich nicht so ganz. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht, erbärmliche Ratte. Versuch's doch. Ach Gott, ist das hier Labyrinth. Noch nicht. Nimm das. Noch nicht. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass ich mich hier ruckzuck verlaufen werde. Noch nicht. Stirb. Das hat bestimmt wehgetan. So ein Dingens. So ein Teleporter. Und hier geht's wieder hoch. Also hoffe ich. Oh mein Gott, ich bin gar nicht so gut. Ja. Noch nicht. Okay, also hier müsste irgendwie Chaos und Dingens sein. Wo weiß ich denn, wer ist, bitte? Huh? Ihr habt meine Identität noch nicht erraten. Ich befinde mich im selben Raum wie Verschwendung. Ich bin weder Verheerung noch Verschwendung. Oh Mann, das ist... Okay, du bist... Sekunde, was? Ich befinde mich im selben Raum wie Verschwendung. Ich bin weder Verheerung noch Verschwendung. Okay. Wir werden uns sicher wiedersehen. Ihr habt meine Identität noch nicht. Ich bin weder Chaos noch Verwüstung. Chaos befindet sich weder in meinem Raum noch im Raum von Verschwendung. Wir werden uns sicher wiedersehen. Ihr habt meine Identität noch nicht. Wir werden uns sicher wiedersehen. Ach du meine Fresse. Okay. Ich schreibe mir das dann alles auf und guck dann irgendwie noch mal ganz in Ruhe. Und dann haben wir auf jeden Fall irgendwann alle. Ich kann nicht. Noch nicht. Schauen wir einfach mal, ne? Also das scheint ja... Hallo? Du bist einsam hier. Ist der Rest von euren Leuten? Naja, und hier ist eine Eismauer. Sagst du mir eigentlich irgendwas? Irgendwann? Nein, komm mir nicht anquatschen. Du latschst mir einfach hinterher. Achso, das ist mein Zauber, der da ausgeht.
Gut. Genau, hier ist schon mal der erste. Was ist das? Notiz. Oh, die gucken wir uns doch dann an. Notiz. Nutzen. Die mit zittriger Schrift verfasste Nachricht besteht aus nur wenigen Worten. Ich habe es gelöst und darf dennoch nicht passieren. Sie haben gelogen. Gelogen. Komme ich wohl nicht rein. Lady Kearas Gemächt. Bevor ihr eintretet, müsst ihr mir verraten, ob ihr die 5 Statuen des dunklen Herrn Damian identifiziert habt oder nicht. Sehr gut. Dann werde ich nun den Wahrheitsgehalt dieser Aussage überprüfen. Leider sind eure Folgerungen falsch. Ihr müsst zu den Statuen zurück. Ja, aber ich kann nicht. Das war einfach. Das war einfach. Noch nicht. Ich kann nicht. Oh, ich bin schwer verletzt. Ich kann nicht. Hey, ich hab mich doch... Okay, also das Ding ist ja, alle lügen, ja? Alle. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen irrelevant, was die sagen, weil das sowieso alles nicht stimmt, oder? Wie soll denn dann... Also wie soll ich denn dann auch nur irgendwas erwarten, ne? Hübsch. So, das muss man mal lesen, ist sehr wichtig. Die mit zittriger Schrift verfasste Nachricht. Ich habe es gelöst. Ha. Das heißt, alle lügen. Wie soll denn das dann gehen? Tja. Das finden wir dann beim nächsten Mal raus. Bis dahin. Ciao.